So, jetzt habe ich sie ausgetrickst. Jetzt bin ich den Hügel hoch. Wer sich hier über die Leinen wundert, da binden wir nicht böse Hunde fest. Nein, da habe ich drei von unseren Erwachsenen angebunden, wie ich Gruppenbilder machen wollte und die dauernd ab sind. Und die hängen immer noch da, weil ich damit geliebäugelt habe, nochmal zu versuchen, bessere Bilder zu kriegen. Aber dann war das Wetter schlecht und jetzt ist die Sonne so tief. Daher werde ich es aufs nächste Jahr verschieben. Und irgendwann mache ich die Leinen weg, aber die Welpen spielen auch ganz gerne mal damit, packen sie Zahn dran. Vielleicht lasse ich sie doch noch ein bisschen liegen. Der ist doch glatt dahin durchgeschlupft. Und der wird da unten durchschlupfen. Da sitzt wieder einer in der Falle. Wenn man Welpen beschäftigen, kauft man sich so einen Buggy und da ist er ewig lang beschäftigt, da hin und her zu marschieren. Ich glaube, denen reicht's für heute schon wieder. Gefährliche Dinge liegen hier bei uns rum. Thank you.
unser Flitzefeuerzahn, Nelson. Und wie elegant er da hergetrippelt kommt. Der hat schon ein gutes Selbstbewusstsein. Naomi. So kann man es natürlich auch machen, ne? Drüber klettern und runterfallen. Mama vorne weg, Babys hinterher.